Die 9. Symphonie ist sicher das Ende und die Krönung der Beethovenschen Symphonien. Dass sie keineswegs das Ende der symphonischen Produktion überhaupt ist, wie noch Wagner meinte, hat die weitere Entwicklung der Symphonie gezeigt. Für Beethoven gehörte sie in die Reihe der großen Werke der letzten Periode, zusammen mit der Missa Solemnis, den letzten Sonaten und Quartetten. Beethoven hat niemals beabsichtigt, ein sogenanntes populäres Werk zu schreiben. Er war dazu viel zu sehr ausgebildetes Individuum. Ja, wer ist noch eine Individualität, wenn nicht ein Beethoven? Aber er wusste um die Bedeutung der Gemeinschaft der Menschen, auch für den Einzelnen. Um sich aus seiner Vereinzelung zu erlösen, wendet er sich an die große Gemeinschaft. Das ist der eigentliche Inhalt seines Lebensgefühls. Das ist er in jedem seiner Werke. Darum wurde er jener Heilige, als den wir ihn verehren. Die 9. Symphonie ist, wie jede genaue Analyse beweist, in erster Linie immer und überall reine Musik. Die sogenannte Chorfantasie ist zweifellos eine Art Vorstudie zum letzten Satz der 9. Symphonie. Wobei natürlich anzunehmen ist, dass Beethoven zur Zeit der Komposition der Chorfantasie noch nicht wusste, dass er einmal die 9. Symphonie zu schreiben berufen war. Meiner Meinung nach ist die Höhe der Inspiration in allen vier Sätzen die gleiche. Auf jeden Fall ist sie im Finale trotz der populären Hauptmelodie keineswegs geringer. Die 9. Symphonie wurde zu Beethovens Lebzeiten, soviel ich weiß, nur einmal aufgeführt. Welche Probleme dieses damals so völlig neue Werk an die Führenden stellte, hat erst die Folgezeit zu begreifen begonnen. Die Aufführung dieser Symphonie durch Richard Wagner war hierbei ein entscheidender Markstein. Im Übrigen darf man nicht vergessen, dass Tradition nur einen Sinn hat, wenn sie lebendig und immer wieder neu erlebt wird. Konservieren, auf Eis legen kann man Werke wie die Beethovenschen Symphonien nicht. Diese Werke sind, wie übrigens alle lebendigen Kunstwerke, in dem Moment tot, wo die Menschen, wo die Gemeinschaft, an die sie sich wenden, nicht mehr lebendig vorhanden ist. Eine Musik von europäischem Format wird nur so lange existieren, als Europa existieren wird.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zapfer fliegen.